Nachdem wir nun wissen, wie Themis funktioniert, sehen wir uns eine wichtige Kernfunktionalität genauer an. Mit Themis können wir nämlich auch unsere gesicherten Daten vererben. Da sich jetzt dein digitaler Besitz gebündelt an einem Ort befindet, kannst du diese Daten nun in verschiedene Sammlungen aufteilen. Du bestimmst dann, wem du dieser Sammlung Zugriff gewähren willst. Dies kann eine konkrete Person sein oder Personen, die eine bestimmte Rolle in deinem Leben haben, zum Beispiel gesetzliche oder testamentarische Erben. Der Zugriff erfolgt dann mit einem Schlüssel, also einem Passwort, der an die entsprechenden Personen weitergegeben wird. Die verschiedenen Schlüssel können beispielsweise bei einem Notar hinterlegt werden. Die Inhalte deiner Sammlungen kannst du auch nach der Erstellung des Schlüssels ändern. So ein Schlüssel kann verschiedene Gültigkeitszeiträume haben. Ab sofort oder bei einem gewissen Datum, bis auf Widerruf, bis zu einem gewissen Datum oder unbeschränkt. Vererben bedeutet teilen mit der Zukunft. Themis lässt dich deine Daten kontrolliert weitergeben.